Die amerikanische Notenbank Fed hat offenkundig eine neue Strategie. Statt abzuwarten, bis eine Blase platzt und dann zu reagieren, will man jetzt proaktiv im Vorfeld schon die ganze Geschichte steuern. Das hat auch damit zu tun, was man derzeit am Repo-Markt veranstaltet. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Da ist jetzt etwas anders geworden unter diesem jungen Mann, den Sie hier sehen, Jerome Powell, ja ein Nicht-Ökonom, und der hat einen doch immer wieder anderen Ansatz an bestimmte Dinge, fängt an mit seinen Pressekonferenzen, die ein bisschen knackiger sind, ein bisschen verstehbarer, weniger dieser akademische Sprech, der noch unter Bernanke und Yellen der Fall war. Und hier ist eine neue Strategie insofern erkennbar, als man eben, wie ich schon sagte, nicht abwartet, bis sozusagen Dinge irgendwie schiefgehen, sondern man will im Vorfeld schon hier gegensteuern, nicht nur am Beispiel des Repo-Marktes ist das sichtbar, sondern eben auch im Bereich vieler anderer Dinge. Jetzt ist nur die Frage, was passiert da? Ist man nicht sozusagen letztendlich dann verantwortlich für die Entstehung anderer Blasen? Und genau das ist der Fall, denn man hat jetzt sozusagen die Aktienmärkte in eine regelrechte Euphorie versetzt. Man sieht immer wieder auch Kommentare hier in Deutschland, ja, es kann nur nach oben gehen. Die Notenbanken, die haben das Netz gespannt, da kann nichts schief gehen. Das ist so diese Complacency, die eigentlich eine Notenbank nicht hervorrufen will, weil sie damit im Prinzip die Voraussetzung schafft, später dann Asset Bubbles wieder korrigieren zu müssen, reparieren zu müssen. Im Grunde ist das also ein sehr schwieriges Umfeld, in dem man sich bewegt. Man wollte offenkundig reagieren auf Liquiditätsbedarfe am Repo-Markt. Woher kommt dieser Liquiditätsbedarf? Wir sehen, je größer das Budgetdefizit der USA, je mehr Anleihen auf den Markt kommen, umso mehr haben die sogenannten Primary Dealer, also die Banken, die sozusagen als erste diese Anleihen kaufen, sich die dann manchmal abkaufen lassen, auch von der Fed, umso mehr Liquiditätsbedarfe haben die. The greater the budget deficit, the greater the repo demand. Dementsprechend sehen wir, dass sozusagen diese permanente Verschuldung des amerikanischen Staatshaushalts im Grunde ist der verantwortlich für das Herausziehen der Liquidität. Man braucht immer mehr dieser Sicherheiten. Es ist sozusagen eine Schwemme dieser Sicherheiten, was die einzelne Sicherheit ein Stück weit entwertet. Und wir sehen, dass dementsprechend die Fed sozusagen auf das Problem reagiert, indem sie immer mehr Liquidität, die offenkundig eben durch die Verschuldung, durch die immer höhere, krassere, kurzfristige Ausgabenpolitik auch der Trump-Administration, dass sie das sozusagen wieder stabilisieren muss. Und das ist jetzt sozusagen die Kernproblematik. Wir wissen noch nicht wirklich, was genau ist da vor sich gegangen. Haben wir möglicherweise Schieflagen in diesem ganzen Sektor? Wir werden es bald wissen. Was wir wissen ist, dass die asiatischen Märkte heute deutlich negativ handeln. Wir sehen hier den Shanghai Composite Index, sehen aber auch andere chinesische Indizes deutlich im Minus. Hier sind es vor allem Medikamentenhersteller, Drugmakers, die unter Druck sind, denn China hat eine Krankenversicherung eingeführt und jetzt müssen die Pharmaunternehmen ihre Preise senken, um da noch abgedeckt zu werden, um sozusagen diese Produkte mit aufnehmen zu können in diese Versicherungspolicen. Wir sehen, dass Liquormakers, dass Luxusgüter etc. hier betroffen sind. Wir haben schwache Zahlen aus Japan bekommen, Industrieproduktion, massiver Rückgang. Das hat so ein bisschen die Hoffnungen wieder eingetrübt, dass diese globale Erholung, die für 2020 erwartet wird, wirklich passiert. Und vieles hängt ja davon ab, wie der Handelskrieg verläuft in Sachen Erholung. Wenig Neues in Sachen Phase 1 Deal. Donald Trump gestern überraschend nach Afghanistan geflogen, um die dortigen Truppen zu besuchen. Daher keine Zeit für Tweets an Thanksgiving. Hier jetzt nochmal in der Global Times die Aufforderung an die Amerikaner: Besteht bitte nicht darauf, dass wir bestimmte Mengen an Landwirtschaftsprodukten kaufen müssen. Das ist für China schon deshalb schwierig, weil eben sozusagen der Bedarf nach dem Kernprodukt, nämlich Sojabohnen, geringer geworden ist, weil die Schweine wegsterben aufgrund der Schweinepest. Was haben wir noch? Wir haben eine gewisse Vorliebe für europäische Aktien. Das wollte ich Ihnen noch zeigen. Hier haben wir die Foreign Buyers von Euro-Aktien, also die ausländischen Käufer. Und wir sehen, dass hier seit der Anfang 2019 hier offenkundig Ausländer verstärkt in den Markt reingegangen sind, die jetzt sozusagen erkennen, aha, europäische Aktien sind deutlich günstiger. Aber was wir hier sehen, das ist zunächst mal keine europäischen
Aktien, das ist der Hong Kong Index, der Hang Seng, der deutlich unter Druck ist, geht 2% nach unten. Die Polizei hat jetzt diese Polytechnische Universität geräumt, aber es dürfte am Wochenende neue Großdemonstrationen geben. Da ist man im Vorfeld ein bisschen verunsichert. Wir rollen das Feld mal von hinten auf. Das ist Crude Oil, 58,05 $, wenig Änderung. Gestern ja ein Handelstag mal wieder zum Vergessen, 1458 Gold, Euro bei 1,1010. Wir sehen hier die US-Futures tiefer, eben reagierend auf die schwächeren asiatischen Märkte. Viel mehr muss ich dazu nicht zeigen eigentlich. Und der DAX, was wird denn der machen? Der dürfte dann reinkommen bei 13.208, also nur noch knapp über der 13.200er Marke. Was wird heute passieren? Verkürzter Handel in den USA. Das wird wahrscheinlich mäßig volumig, da dürfte nicht allzu viel passieren, aber man weiß ja nie, meine Damen und Herren. Ich wünsche jetzt erstmal einen guten Start in diesen Freitag. Und die Charts waren von Capital.com. Ich hatte es, glaube ich, vergessen, oder? Alles Gute.